Mich hat sehr beeindruckt, dass Sie ja, die Geschichte der oder des Einzelnen so intensiv ja, ich sag mal, an sich herangelassen haben auch, oder? Dass die persönlichen Biografien so zutage traten und auf der anderen Seite die Institution Gefängnis ja im Grunde grundsätzlich von Ihnen in Frage gestellt wurde, oder sehe ich das falsch? Ja, die wird von mir grundsätzlich in Frage gestellt. Und ich denke, je tiefer man sich mit Themen befasst und auch mit Menschen befasst, dann kommt man gar nicht drum hin, als sich mit der Biografie der Menschen zu befassen. Und wenn man sich eben die Frage stellt, wie kann ich schaffen, dass Menschen sich gegenseitig möglichst wenig Schaden zufügen, also dass möglichst wenig Leute überhaupt straffällig werden, dann erschließt sich das relativ schnell, dass wenig damit gewonnen ist, die Menschen, wenn sie irgendwas gemacht haben, dann zu bestrafen, auch noch dadurch, dass man sie ins Gefängnis steckt, sondern man müsste dann viel komplexer die Thematik angehen und viel tiefer und viel langfristiger denken vor allem. Können Sie eine Geschichte erzählen, die Sie besonders bewegt hat, als Sie angefangen haben, über das Buch nachzudenken? Eine Geschichte ist schwer, weil es ist auch so, dieses Buch, ich habe über 15 Jahre im Strafvollzug gearbeitet, in verschiedenen Anstalten, verschiedenen Bundesländern. Und da sehr, sehr, sehr viele Inhaftierte auch durchaus näher kennengelernt. Man hat sehr viele Gespräche und mit einigen arbeitet man sozusagen jahrelang intensiv zusammen und lernt sie sehr gut kennen und lernt ihre Biografien sehr gut kennen. Und es gibt eben sehr viele Dinge, die dann doch sich immer wieder gleichen in der Biografie von Straftätern. Und es ist sehr oft so, dass man denkt, das wäre jemand, dem hätte man viel, viel früher schon als Kind, als ihm selber viel Unrecht passiert ist und als er selber letztlich Opfer wurde von Gewalt und Missachtung, da hätte man hinschauen müssen, da hätte man intervenieren müssen, da hätte man helfen müssen. Dann wäre er 20 Jahre später nicht selber zum Straftäter geworden und hätte jetzt wieder seinerseits Opfer verursacht. Das habe ich beim Lesen der Geschichten gedacht, dass viele dieser Geschichten vielleicht nicht passiert wären, wenn sehr früh in einer Biografie oder bestimmte Dinge nicht passiert wären, wenn es vielleicht mehr elterliche Zuwendung gegeben hätte, Liebe in dem Leben des Einzelnen gegeben hätte, oder? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das im Gefängnis, sag mal, in Anführungsstrichen wieder gut zu machen, überhaupt eine Möglichkeit für die Menschen, die dann in diese Situation kommen, wo sie straffällig wurden, ja, sich wieder daraus zu befreien? Also ich denke, wenn das passiert in den Strukturen des Strafvollzuges und des Gefängnisses, so wie wir es jetzt kennen, das ist eher die Ausnahme und es ist nicht vom System her angelegt und auch nicht vom System her ermöglicht. Also wenn man sich das vor Augen führt, die Gefängnisse sind wirklich, gibt diesen Ausdruck, totale Institutionen, es sind totale Institutionen, wo eine Vielzahl von Menschen eingesperrt wird, um sie möglichst kostengünstig bürokratisch verwalten zu können. Sonst würde man gar nicht auf die Idee kommen, die Menschen, die man zur Strafe einsperrt, alle zusammen einzusperren in so eine riesen Einrichtung. Also es geht letztlich darum, hunderte, größere Anstalten haben über 1000 Inhaftierte zusammen einzusperren und das möglichst kostengünstig. In diesem Kontext kann nichts, grundsätzlich zumindest, man kann nie für alle Einzelfälle sprechen, aber zumindest grundsätzlich kann nichts Positives entstehen. Also ich gehe so weit, was heißt ich gehe so weit, ich bin überzeugt, wenn wir 1000 rechtschaffene Bürger nehmen und sperren die ein Jahr oder zwei Jahre lang ein, dann haben wir danach auch 700 Straftäter. Der Ansatz der Resozialisierung hat auf jeden Fall Sinn, nur man darf ihn eben nicht als Feigenblatt benutzen und in Sonntagsreden, sondern man müsste ihn wirklich leben und wirklich wollen. Und dann sind keine großen intellektuellen Aufschwünge notwendig, um zu sehen, dass ich niemanden in die Gesellschaft resozialisieren, eingliedern kann, in dem Sinne, dass er zumindest in einem gewissen Rahmen sich normgetreu verhält, indem ich ihn ausschließe aus dieser Gesellschaft und in eine völlig lebensfremde Welt einsperre. Das Leben in der Haft hat mit dem Leben in Freiheit überhaupt nichts zu tun, trotz aller wohlklingenden Programme und Vorsätze und auch wohlklingender Strafvollzugsgesetze.
Das heißt, wenn ich wirklich den Ansatz verfolgen will und der Ansatz ist gut und richtig und wichtig und es gibt gar keine Alternativen dafür, dass ich sehe, jemand, der sich straffällig verhält und der bestimmte Normen nicht einhält, dass ich den nur dazu bewegen kann, möglichst wenig in Zukunft wieder anderen zu schaden und wieder bestimmte wichtige Regeln zu brechen, indem ich ihn positiv in die Gesellschaft integriere. Dieser Ansatz an sich ist richtig und wichtig, er kann aber im Strafvollzug vom Grunde her nicht funktionieren. War das einer der Gründe, warum Sie entschieden haben, ja dann auch Ihre berufliche Tätigkeit aus der Anstalt zu verlagern und als Rechtsanwalt tätig zu werden? Sie haben ja dann eine sehr einschneidende Entscheidung getroffen und gesagt, also ich verlasse diese Tätigkeit als Direktor von Haftanstalten und werde Rechtsanwalt wieder. Das war letztlich der Hauptgrund, wobei das für mich keine einfache oder eindeutige Entscheidung war, sondern sie war mit vielen Konflikten und inneren Konflikten verbunden. Und ich würde auch niemals so weit gehen, jetzt zu sagen, alle Leute, die jetzt im oder für die Justiz oder für den Strafvollzug arbeiten, verhalten sich moralisch unanständig oder sowas. Überhaupt nicht, sondern da gibt es ganz, ganz viele ganz rechtschaffene, anständige Menschen, die halt innerhalb des Systems versuchen, das möglichst menschenwürdig und sinnvoll zu gestalten. Aber ich habe mich letztlich ein Stück weit auch selber unter Zugzwang gesetzt mit dem Buch und damit, dass ich diese Thesen, die für mich eigentlich gar nicht so richtige Thesen waren, sondern es war für mich eigentlich klar, dass es so ist. Also insofern hat es mir ein bisschen auch überrascht, wie manche Leute reagiert haben, weil ich bei vielen Dingen eigentlich gedacht habe, das liegt doch eigentlich auf der Hand. Das sind jetzt keine großen Weisheiten, die ich hier von mir gebe. Aber es hat viele dann doch, haben das dann aufgegriffen, Gefängnisdirektor sagt allen Ernstes, die Gefängnisse gehören in dieser Form, die wir jetzt haben, abgeschafft. Und dazu stehe ich auch und habe das immer wieder vertreten in verschiedensten Kontexten. Und dann war es irgendwann aber für mich auch die Frage der Glaubwürdigkeit, auch mir selber gegenüber, zu sagen, okay, aber wenn ich das so vertrete, dann passt es nicht mehr zusammen, wenn ich dann trotzdem weiterhin gutes Geld im Staatsdienst verdiene und auf der anderen Seite dann diese Thesen äußere. Deswegen war es für mich dann die letzte Konsequenz zu sagen, dann muss ich rausgehen. Also natürlich vertrete ich viele Straffällige, viele, die schon in Haft sind, wo es darum geht, dass sie vorzeitig entlassen werden, oder ich bin auch an einigen Wiederaufnahmeverfahren dran, wo wir der Überzeugung sind, dass jemand zu Unrecht verurteilt worden. Ein weiterer großes Themenschwerpunkt ist Asyl- und Flüchtlingsrecht. Das halte ich für eine der Fragen, wenn nicht die Frage dieser Zeit, überhaupt eine Frage der globalen Gerechtigkeit auch. Wie kümmern wir uns, wie helfen wir in der Wohlstandsgesellschaft Menschen, denen es viel, viel, viel schlechter geht. Wie können wir da einigermaßen zu einer globalen Gerechtigkeit kommen? Deswegen war das für mich ganz wichtig, dass ich auch in diesen Bereich reinkomme. Und jetzt mache ich auch viel Flüchtlings- und Asylrecht. Es ist ganz interessant, das Flüchtlingsrecht in meiner Wahrnehmung hat sehr viel mit dem Strafrecht zu tun, weil beide sind hochgradig symbolisch überfrachtete Themenbereiche. Da ist, wenn sagen wir, kollektive Emotionen teilweise geweckt, Ängste, Aggressionen gegen Flüchtlinge vor Überfremdung und Ängste vor Straftätern und so, wenn geweckt, wenn befeuert und wenn dann aber auch wieder befriedigt durch demonstrative Akte, sei es eben jemand ins Gefängnis zu sperren oder jemand abzuschieben, und dann gibt es wieder einen Fernsehbericht, dass wieder ein Flieger nach Afghanistan gegangen ist. Ich empfehle allen, sich auch da näher hinzuschauen und sich insbesondere auch mit den Menschen, die das betrifft, zu befassen. Die allermeisten, die Angst vor Überfremdung haben oder eine generelle Abneigung gegen alles Fremde und gegen Flüchtlinge, Zuwanderer, die haben eigentlich noch nie einen gesehen oder sich mit einem näher befasst. Und die sollten es mal tun, und die werden sehr schnell feststellen, dass die allermeisten davon, wenn sie sich jetzt schon nicht aus dem Gründe der Empathie oder der Menschlichkeit dazu aufregen können, zu sagen, mit denen müssen wir helfen, dann werden sie feststellen, die allermeisten sind überhaupt keine Belastung, sondern die sind wirklich eine Bereicherung. Und das meine ich nicht im ideologischen Sinne, wir sind alle bunt oder sowas, sondern das sind
Menschen, die haben teilweise so viel auf dem Kasten und die haben so tolle Eigenschaften, auch Charaktereigenschaften, von denen wir uns hier in dieser Wohlstandsgesellschaft, wo wir uns ja auch ganz, ganz viel mit Dingen, mit vollkommen irrelevanten Dingen verbringen die allermeisten Leute ihre Zeit und spenden ihre Ressourcen. Also, und da geht es wirklich noch um Menschen, die ganz die existenzielle Dinge erlebt haben und die ganz viel auf dem Kasten haben und von denen wir ganz viel profitieren können. Auch ganz profan übrigens. Wir arbeiten auch zusammen in unserer Kanzlei mit der IHK. Und die sagt, die Wirtschaft läuft Sturm, weil die in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel Bäckerei oder auch Pflegewesen und so, da finden die nicht mehr genügend Auszubildende, weil das die Deutschen nicht machen wollen. Und da haben sie tolle Leute aus Afghanistan und aus sonst wo, die machen das, die können das und die werden dann abgeschoben aus symbolischen Gründen. Also auch da ist mein Appell, wirklich näher hinzuschauen und befasst euch mit den Menschen. Dankeschön.